Multi-Channel-Verhalten im B2B-Bereich anders ist als mal im B2C-Bereich, das ist eine super spannende Frage und da gibt es eigentlich keine Studien, beziehungsweise ich sollte sagen, es gab keine Studien, bevor wir uns dann dieser Thematik da mit Hilfe von Hybris auch angenommen haben. Und wir sind mit der Arbeitshypothese hier in die Studie hineingegangen, denn wir gesagt haben, wir gehen davon aus, dass das Verhalten von Entscheidern in B2B-Situationen durchaus geprägt ist von dem, was sie aus dem B2C-Bereich hier dann auch kennen. Und die Ergebnisse geben uns recht. Spannend ist, welche Rolle ein Online-Shop im B2B-Bereich eigentlich wirklich hat und welche Konsequenzen es hat, wenn man eben in diesem Bereich hier Defizite auch aufweist. Was wir sehen, wenn ein Kunde im Katalog jetzt nicht den Artikel vorfindet, den er eigentlich gerne hätte, ist, er schaut zunächst mal im Online-Shop des gleichen Unternehmens nach oder er ruft an. Das ist für das Unternehmen sehr gut, weil es bleibt sein Kunde. Wenn ein Kunde im Online-Shop den Artikel nicht findet, dann ist die wahrscheinlichste und zwar die mit Abstand wahrscheinlichste Option diejenige, dass er in einem Online-Shop von einem Konkurrenten hier schaut. Und das ist natürlich ein großes Gefahrenpotenzial hier. Und deswegen ist ein professioneller Online-Shop mit einer vernünftigen Produktdarstellung und einem vernünftigen Sortiment auch so wichtig. Diese Diskussion über Kannibalisierung jetzt in Multi-Channel-Vertriebssystemen ist ja so lang wie eigentlich auch langweilig. Oft wird immer noch das Argument hier dann auch benutzt, wird gesagt, hier letztlich ist das linke Tasche, rechte Tasche. Das, was ich mit dem Online-Shop gewinne, das verliere ich dann im stationären Geschäft. Unsere Untersuchungen zeigen für den B2C-Bereich seit 2002, dass dem nicht so ist, dass in etwa 80% des Online-Umsatzes wirklicher Zusatzumsatz jetzt dann auch im Durchschnitt ist. Und erstaunlicherweise haben wir fast den gleichen Prozentsatz jetzt hier auch in der B2B-Multi-Channel-Studie hier dann auch ermitteln können. Das heißt, knapp 80% des Umsatzes, den ein Multi-Channel-Händler im B2B-Bereich online erwirtschaftet, ist tatsächlich ja mehr Umsatz. Nur 20% ist kannibalisierter Umsatz. Das heißt, die Chancen überwiegen die Gefahren hier bei weitem.